Moment. So, hallo Leute. Da ja mein Gesicht ohnehin schon mehrmals hier zu sehen war in anderen Videos. Es ist ja auch nicht weiter schlimm, wenn ich jetzt zu sehen bin, wo ich Secret of Mana hier gemacht habe, also versucht habe, wie ich das machen wollte. Da war ja mein Gesicht ein, zwei Mal zu sehen. Und jetzt auch hier bei den Zigarettenstopfmaschinen in der einen silbernen Variante, der hier. Da war ja mein Gesicht auch als Spiegelung drin zu sehen. Ich wollte aber, wie gesagt, ohnehin noch was sagen und auch zeigen zu den Zigarettenstopfmaschinen. Sekunde. Geht klar los. So, okay. Moment. Und zwar, ne, ist nicht optimal. Jetzt dort optimal sein. Und zwar. Die meisten wollen ja immer wissen, wenn sie Vergleiche oder Tests zu Zigarettenstopfmaschinen sehen, wie viele dann, also in der Regel 10 oder 20 in kürzester Zeit damit gestopft werden. Und das ist immer so eine Sache, das ist schwer zu beantworten. Steht irgendwie immer noch nicht optimal jetzt. So ist besser. Und das ist immer so eine Sache, ist schwer zu beantworten, weil das kommt ja immer auf denjenigen, der stopft dann, ob er sich zu dämlich anstellt. Auch die Konsistenz vom Tabak hatte ich ja erklärt, wie gesagt, grob oder Feinschnitt. Bei Feinschnitt gibt es eigentlich eher weniger Probleme. Bei Grobschnitt, also den langfasrigen, muss man halt generell aufpassen. Also die meisten Maschinen mögen eher den Feinschnitt, also den Volumentabak, den sogenannten Volumentabak. Bei Grobschnitt, bei dem langfasrigen, darf man halt generell die Tabakkammer nicht überleiten, weil dadurch, dass der so lange Fäden bildet, kann ja öfters irgendwo was verklemmen. Deswegen ist es schwer zu sagen, in so und so vielen Minuten schaffe ich so und so viel Zigaretten. Weil, wie gesagt, einerseits kommt das auf den Stopfer an und normalerweise arbeitet niemand mit Stoppuhr, also man macht das irgendwo gemächlich, während man was anderes tut. Und andererseits auch wie gesagt auf den Tabak. Und natürlich, dass die Maschinen ordentlich behandelt worden sind, also dass man sie nicht schon hingeärmelt hat. Und das letzte Mal konnte ich sie ohnehin nicht vorführen, da hatte ich wenig Tabak. Also meinen Rest. Jetzt habe ich natürlich welchen gekauft, neuen. Deswegen hat es jetzt 2 Tage gedauert, bis ich jetzt das nächste Video hochladen konnte. Also nochmal zum Thema Zigarettenstopfmaschinen. Jetzt habe ich ja mitgekriegt, ja, ich habe es in anderen Let's Play-Videos gesehen zu Zigarettenstopfmaschinen. Da hatten die Leute ihr Handy, ihr Smartphone genommen mit Stoppuhr. Jetzt habe ich erstmal mitgekriegt, wo hier überhaupt Stoppuhrfunktion ist. Also, ja, also. Vorher dachte ich, was separat von den Leuten als extra ab. Jetzt habe ich mitgekriegt, also es ist schon integriert hier in den meisten Smartphones, in den meisten Handys. So weit sind wir aber noch nicht, Sekunde. Ich wollte es halt nur erstmal zeigen. Also ich mache da noch welche hier. Auch Zeit. Also wie gesagt, das war meine Maschine, mit der ich am meisten arbeite, wo auch immer die Geräusche zu hören waren. Die sogenannte Top-O-Matic. Relativ schwer, komplett aus Metall hier, Magnet.
auch magnetisch hier der Hebel. Das Ding hier ist magnetisch, aber es haftet nicht gut, wahrscheinlich weil der Randgriff hier isoliert ist mit Kunststoff. Also hier haftet der Magnet nicht gut, aber wenn man es anfasst, dann merkt es vom Geräusch. Also auch Metall hier. Also auch richtig stabil. Innen drinnen dasselbe. Das eigentliche, wie sagt man, Innenleben, was dafür sorgt, dass der Stoffprozess funktioniert, das ist auch alles massiv, auch wenn es, wie gesagt, wahrscheinlich Massivstahl ist, oder der Handgriff, oder hier der Hebel, und das wird Gussstahl sein, aber trotzdem, wie gesagt, eigentlich sehr robust, sehr unverwüstlich. Ja, also Metall. Jetzt würde ja der Magnet abfallen, hier, wenn ich hier schüttle, also er rutscht nur, weil es glatt ist hier. Gut, Sekunde. Ist sowohl für normale Standardhülsen, also 80 mm oder 8 cm geeignet. Ja. Ja gut, jetzt sieht man es nicht. Ich muss erst den Stopper hier reinmachen. Also was heißt Stopperbegrenzer? Hier ist so ein Begrenzer dabei. Wird hier reingeklemmt. Hier ist so eine Kerbe. Der soll normalerweise bei der Maschine darauf achten, dass hier die Tabakkammer, dass hier genau für eine kurze Hülse, also für eine Standard 80 mm oder 8 cm Hülse, dass hier genau. Klasse. Das habe ich geahnt. Ich habe vorhin schon mal einen Anruf bekommen, habe extra gewartet, bevor ich jetzt die Videoaufnahme starte. Moment. Er spricht nicht mal drauf. Warum rufen Sie dann an, wenn Sie nicht auf Anrufbeantworter sprechen? Idioten. Ja, scheiße, also ist es in der Aufnahme drin, das Geräusch, aber kann ich halt nicht ändern. Also der Begrenzer soll normalerweise hier gewährleisten, dass genau die Menge Tabak reinpasst für eine normale Standardhülse 80 mm, 8 cm. Und wenn man es rausnimmt für eine 100er, also für eine 10 cm, also dass es noch 2 cm mehr hat. Ich habe aber festgestellt, lasse ich den weg, also auch hier bei den normalen kurzen, bei den Standard 80 mm, 8 cm Hülsen, lasse ich diesen Begrenzer weg, tut der wahrscheinlich dadurch, dass dann hier automatisch 2 cm mehr dazukommen. Und wenn ich den Tabak mir locker reinfülle und hier auch immer gewährleiste, dass die Ecken hier voll sind, tut er immer dafür sorgen, dass ich hier nie, was die meisten befürchten, bei einer Hülse das Problem habe, dass sich hier so eine Luftkammer bildet, dass du dann dementsprechend ewig rauchen kannst. Also, dass sich hier eine Luftblase bildet oder eine Luftstelle bildet. Hier oben ist der Tabak dann fest vorne. Hier wird sich so ein Hohlraum bilden. Und der verhindert ja, dass man ordentlich rauchen kann. Also kann man ewig dran ziehen an der Kippe. Qualmt es im Grunde nur runter, man selber bekommt kaum was ab. Also hat man im Grunde die Kippe angebrannt und hat sie, als ob man nur einen Zug gemacht hätte, weggeworfen. Man hat gar nichts davon. Also lasst den weg bei solchen Maschinen hier, wo so ein Begrenzer drin ist. Ich habe halt, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, natürlich die Tabakkammer hier nicht überladen, also nicht übermäßig reinquetschen und auch, wie gesagt, darauf achten, dass der Tabak nicht zu feucht und nicht zu trocken ist. Wenn man
Tabak kauft und kriegt eine neue Eselgemitte, der ist feucht, erstmal etwas trocknen lassen. Auf dem Tablett ausbreiten, mit dem hier angenommen und trocknen lassen. Und man kann auch, wie gesagt, Tabak in der Mikrowelle trocknen. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ich habe es mal versucht, vielleicht habe ich mich auch vertan. Um einer wäre der Tabak dann in der Mikrowelle, hat er sich damals entzündet. Also ich war zu blöd und bin wahrscheinlich eigentlich dabei geblieben. Kann auch sein, ich habe es mit der Menge Tabak, die ich auf einen Schlag trocknen wollte, übertrieben. Also dass es daran lag, dass er hätte in der Mikrowelle schön auch ausgebreitet sein müsste, um gemächlich zu trocknen. Oder ich habe auch die Temperatur in der Mikrowelle vielleicht falsch eingestellt, ich weiß es nicht mehr genau. Also man kann Tabak in der Mikrowelle trocknen, aber ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Ich lasse ihn lieber in der Luft trocknen. Entweder, Sekunde. Jetzt habe ich wie gesagt 9. Entweder wenn ich ihn frisch kaufe und ich merke, der ist noch etwas feucht, packe ich ihn hier in so eine Dose rein. Hier passt halt, keine Ahnung, anderthalb Dosen rein, also mit ungefähr 170 Gramm drin. Diese große Tupperware-Dose, die ich da schon mal gezeigt hatte hier bei anderen Videos zu Zigarettenstopfmaschinen, wo ich noch mal einen Rest hatte, meinen alten Tabak, den ich dann hier in den vergangenen 2 Tagen verbraucht habe. Da passen theoretisch 4 solche Dosen mit 170 Gramm rein und, oder waren es 160 Gramm? 160 oder 70 Gramm. Also hier passen ungefähr 1,5 rein, in den ähnlichen Behälter, den ich noch habe, passen ungefähr 1,5 rein, in den anderen passen 4 Dosen rein. Also in der Regel, wenn ich das Geld habe, kaufe ich 8 Dosen auf einen Schlag. Weil ich habe es auch erlebt, dann ist urplötzlich der Preis gestiegen, dann habe ich mich natürlich geärgert, dass ich vorher nicht gleich 8 Dosen gekauft habe, wo ich die Möglichkeit gehabt hätte. Man muss halt immer daran denken, wir wissen es ja selber heute mit den Preissteigerungen, das was gestern noch erschwinglich war, ist morgen auf einmal schon wieder teurer geworden. Das ist immer so eine Sache, da muss man halt aufpassen. Und deswegen mache ich hier in der Regel welchen rein, wenn ich ihn frisch gekauft habe, wenn ich weiß, das ist ein Tabak, der eher feucht ist. Also wie der Konvent hier, den ich jetzt benutze, 160 Gramm, glaube ich, für, keine Ahnung, mit 16,40 € oder was habe ich angefangen. Ich glaube mittlerweile ist auch auf 19,20 € gestiegen, der Preis für 160 Gramm Tabak. Und lass den dann hier so, keine Ahnung, ein paar Stunden trocknen. Also lass einfach die Dose offen, mach gar nicht den Deckel drauf. Man könnte es halt auch noch ein bisschen dann, wie gesagt, machen, dass auch der untere Bereich hier vom Tabak getrocknet wird. Man könnte ein bisschen hier den irgendwo ausbreiten. Trocknet natürlich schneller, dann kann man die Dose eher wieder schließen. Also wieder zurückkippen in die Dose und dann wieder schließen. Aber man sollte halt wirklich darauf achten, wenn man den grobfassigen kauft, dass man die Tabakkammer nicht überlädt. Ansonsten hier den normalen Feinschnitt, Volumentabak. Also nicht den Grobschnitt, nicht den grobfasrigen, den langfasrigen, sondern hier den normalen, also den einfachen Volumentabak. Den mögen solche Maschinen am meisten, also am liebsten. Ja, ist jetzt wieder ärgerlich hier mit der Aufnahme, also hier mit dem Anruf eben, aber ist halt so, ist jetzt drin in der Aufnahme. Und wie gesagt, da lasse ich diesen 100er, der hier normalerweise bei 8 cm, 80 mm Zigaretten das begrenzen soll, hier die, was die Tabakkammer aufnehmen kann, die lasse ich generell draußen und dadurch, dass ich hier 2 cm mehr habe und immer ordentlich darauf achte, dass die Ecken hier ausgefüllt sind, gibt es in der Regel auch keine Probleme, also dass sich hier mal eine Luftstelle an der Kippe bildet. Das ist, wie sagt man, der große Bruder von der nächsten, die ich zeige, die ich aber auch schon mal gezeigt hatte, jetzt in einem anderen Video, also wo ich separat was dazu gemacht habe. Wie gesagt, relativ schwer. Hier durch die Gummimatte unten drunter kann es kaum verrutschen. Das ist massiv, das ist massiv, das ist massiv. Das Hinlegen ist massiv. Die Grenzer, wie gesagt, ist einfach nur so reingeklickt. Hier kann man ganz leicht wieder rausnehmen. Und irgendwo hatte ich eben auch hier. Ach ja, ich habe. Wollte gerade sagen. Und hier ist ein Gumminuppel dran. Ich habe ihn extra eben abgemacht zur Demonstration. Jetzt habe ich noch einen nicht wiedergefunden. Dieser Gumminuppel sorgt normalerweise dafür, dass hier dann die Hülse gehalten wird. Also, wenn der nicht hier dabei ist, würde hier die Hülse abfallen in dem Moment, wo man versucht zu stopfen. Also immer darauf achten, dass der nicht verloren geht. Einer ist standardmäßig an der Maschine drin. Und hier innen drin ist so eine Feder. Ich soll nochmal aufmachen, ich muss es nochmal zeigen. Diese Feder. Eine ist in der Maschine natürlich schon eingebaut. Der Gumminüppel hier ist dran.
Und einer ist nochmal als Zubehör dabei, wenn man die Maschine kauft. Und auch wie gesagt, so eine Feder ist nochmal dabei. Die Feder muss ich noch nie wechseln, weil ich halt ordentlich mit meinen Sachen umgehe. Also es nicht übertreibe. Und der ist auch noch nie porös geworden, dass ich den jemals austauschen musste. Ich mache halt genau, wie ich die Maschine sauber mache nach jeder Benutzung. Da achte ich halt normalerweise drauf, wo ich ihn hin tue. Also angenommen, ich würde es unter Fliesen nochmal so machen. Man kann es auch unter Spülmaschine machen. Ich habe aber keine Spülmaschine. Ich lege keinen Wert auf so einen Mist. Ich tue es halt unter fließendem Wasser dann abspülen, dann lasse es trocknen. Also wenn ich wirklich eine ganze Schlange, also 200 auf einen Schlag jetzt gestoppt hätte. Ansonsten schüttle ich sie aus und pinsel ich sie durch und achte halt hier mal drauf. Moment. Es ging nicht richtig drauf, weil das so nah hier dran war. Sieht man es? In dem Moment, wenn ich den Hebel runterdrücke, geht ja dieses Metall näher dran und dadurch kriege ich den Filter nicht drauf. Also darauf achten, dass der Hebel oben ist, wenn man den Gumminibbel hier abnimmt. Jetzt geht er bequem drauf. Also in der Regel pinsel ich sie durch, mache halt erst die Gummimatte ab, schüttel sie aus, mache halt wie sagt man, das eigentliche Stoff mache ich halt zwei, dreimal, also trocken, also dass hier Reste von Tabak leer sind. Ich achte natürlich darauf, dass das Ding hier nicht irgendwo hier irgendwo dran kommt, dass es sich verbiegen könnte. Und hier achte ich halt auch drauf. Ja, gut, das ist die Vorderseite, ich muss die Rückseite zeigen. Hier achte ich halt auch drauf, dass ich hier nicht irgendwo Sachen einsetzen. Also kratzt das ein bisschen frei mit dem Messer oder gibt es da, glaube ich, so ein kleines Reinigungstool, was auch hier im Lieferumfang enthalten ist. Und dass halt hier diese Zacken hier, dass sich da kein Sift dran gebildet hat. Also hier Tabakreste, gerade wenn er zu feucht gewesen wäre, dass das hier ordentlich sauber bleibt. Und wie gesagt, ich überlade die Tabak aber nie. Also hier, man sieht es ja hier, der hat ganz normales Spiel, also kommt ganz bequem raus. Bei Leuten, die das machen, da verbiegt sich der leicht mal, dadurch, dass er hier gezwungen ist, zu viel rauszuschieben hier. Also wenn die Tabakkammer zu überläuten wäre, dann Tabak wäre absolut ungeeignet und dann noch zu viel drin. Und da achte ich halt drauf, dass der Tabak hier nicht zu viel drin ist oder wie gesagt nicht zu trocken, nicht zu feucht ist. Und gehe halt auch nicht extrem, wie sagt man, unsachgemäß mit den Maschinen um und dann halten die auch ewig, wenn man sie ordentlich benutzt. Also hier, dass das Ding hier immer schön, wie sagt man, leichtgängig, leichtführig bleibt hier. Und wie gesagt, darauf achten, dass sich hier keine Dinger einsetzen, also dass es sauber bleibt hier. Jetzt hat die Kamera immer Probleme, das genau zu fokussieren. Aber es sollte nur für mich, den Hebel hier gleichzeitig runterzudrücken und das Ding festzuhalten. Ich brauche nur eine Hand frei, um zu zeigen, was ich meine. Also, das muss ordentlich sauber sein. Hier die Zacken, darf sich kein Sift dran bilden hier. Ich dachte, hier ist eine Öffnung zu sehen, aber die ist wahrscheinlich unterhalb. Also der Tabak wird dann in dem Moment, wenn sich die Kammer hier schließt, hier, wenn der hier runter gedrückt wird, hier, wenn die Klappe hier runterkommt, wird der wahrscheinlich nach unten geschoben und wird dann erst rausgeschoben. Also man kann hier schlecht die Öffnung zeigen hier von dem Ding hier. Man kann sie nur von der Seite zeigen, jetzt kann man mal ein Stück reingucken, aber man sieht es halt schlecht, wenn ich hier die Tabakkammer von innen zeige hier. Ja, da ist das Loch nicht zu sehen. Aber man sieht es ja, das Ding ist ein Stück tiefer hier. Also, wenn ich hier jetzt das hier zeige, bei der Tabakkammer, das eigentliche Ding ist ja hier, also ein Stückchen versetzt, also ist das Loch ungefähr da an der Maschine innen drin. Also kann ich schlecht von innen zeigen. Da kann man vorsichtig mit einem Reinigungstool oder mit was anderes, was zum Reinigen geeignet ist, wenn man merkt, hier hat sich eine Verstopfung gebildet, da kann man vorsichtig also ein bisschen, wenn sich hier was gebildet hat, das nach innen drücken, dass es hier dann landet, der Tropfen, der sich möglicherweise gebildet hat und kann ausschütteln. Muss man aber wie gesagt aufpassen, also am besten irgendeine ganz feine Sache nehmen, weil dieses Ding hier darf sich ja nicht verbiegen, was da rauskommt beim Stopfvorgang hier. Da, dass man das nicht irgendwo, wie sagt man, gedrückt hat, also dass das sich nicht sich verbiegen kann. Also wenn dann, wie gesagt, nur vorsichtig im vorderen Bereich noch ein bisschen nach innen das drücken. Von innen kann man es ja schlecht nach außen drücken. Man muss es erst reindrücken, dass es in der Tabakkammer wieder ist. Und dann halt ausstellen, also dass es rausfällt. Und
dann halt, bevor man überhaupt für die nächste Zigarette benutzt, einfach hier, wie sagt man, zwei, dreimal trocken machen, also um sicher zu gehen, dass hier irgendwelche Brösel aus der Tabakkammer auch draußen waren, dass die wieder innen drin sauber ist. Und sich halt vergewissern, dass das hier in Ordnung ist. Jetzt habe ich es genau von der Art und Seite gezeigt. Ja, ist blöd, ich muss ja den Hebel noch drücken. Also hier, dass die Feder voll gespannt ist. Man sieht es ja, jetzt ist er langgezogen gespannt. Ich muss den Hebel drücken und gleichzeitig die Maschine festhalten, damit ich nur eine Hand zum Zeigen frei habe. Ist gar nicht so einfach. Ja, deswegen habe ich gerade mit dem Zeigefinger meinen Hebel gedrückt. Also das muss sauber bleiben, die Zacken müssen sauber bleiben, das Ding muss immer leicht, wie sagt man, gängig bleiben, also leichtes Spiel haben. Und bei so einer einfachen, was eigentlich logisch ist, was man eigentlich nicht falsch machen kann, aber es gibt Leute, die stellen sich wirklich zu dem ich an und machen das falsch, also Grobmotoriker verwenden da übermäßig Gewalt. Bei solchen einfachen Sachen, die man eigentlich beachtet, konsistent vom Tabak hier, Umgang mit der Maschine und so, also sachgemäßer Umgang mit der Maschine, geht eigentlich eigentlich was kaputt. Ich hatte, wie gesagt, die erste, wo ich angefangen habe, mit solchen Maschinen hier zu arbeiten, hatte ich 2015 von dem Modell. Dann habe ich es ungefähr 2 Jahre später verschenkt an jemanden, dem ich halt was Gutes tun wollte. Wenn der mal am späten Abend oder in der Nacht plötzlich merkt, ich habe nicht mehr genug Zigaretten. Dass der nicht dann anfängt und ist gezwungen, wieder aufzustehen und an der Automaten zu rennen. Das ist ja heute alles so eine Sache. Man kann ja, wie gesagt, auch nachts, dass man mal irgendwelchen Idioten auf der Straße begegnet. Also es ist ja immer auch ein gewisses Risiko, wenn man nachts unterwegs ist, gerade wenn man allein unterwegs ist. Die sind ja in der Regel zu zweit, wenn jemand dich irgendwo auf dem Kieker hat. So ein bisschen Tabak hat man immer daheim, ein paar Hülsen und so eine Maschine. So hat man halt, dass man nie in Verlegenheit kommt, wenn einem Urplätze Zigaretten ausgehen, wenn man schlecht vorgeplant hat. Dass man dann aufstehen muss und muss los. Und in der Regel hat man ja auch das Geld nicht immer dabei. Also dass man dann sofort an Automaten kann. Die meisten haben ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile kann man auch mit Karte oder mit Schein. Damals ging das dann mit Münzen, da musstest du erst irgendwo hinrennen, da musstest du versuchen, dass du wieder umtauschen konntest, dass du auch Münzen genug hattest für Zigarettenautomaten. Das kann einem ja mit sowas im Haushalt eigentlich nie passieren. Das Einzige, was man halt darauf achten muss, stattdessen hier, dass man auch genug Hülsen Vorrat hat und dass man halt genug Tabak Vorrat hat. Ansonsten hält die Maschine eigentlich ewig und lässt einen eigentlich im Bedarfsfall, wenn man sie wirklich dann dringend braucht, im Stich. Also wie gesagt, mein Hauptmodell, bin ich jetzt nochmal ausführlich drauf eingegangen. Große Bruder von der hier, gleiche Firma, selbe Prinzip im Grunde. Mit einem Unterschied. Ne, auch hier, ne. Ah, hier, ich wollte gerade sagen, habe ich meinen Magneten hingeräumt. Also hier. Magnetisch, Innenleben magnetisch, wenn ich jetzt nicht nochmal das Gummi unten abnehme. Ebenfalls magnetisch. Hier wahrscheinlich, weil es nicht isoliert ist, sondern weil es nur mit Chrom, Lack oder irgendwas behandelt worden ist. Hier hat der Magnet besser auf dem Knopf, statt hier bei dem Handgriff bei der großen. Das Innenleben dasselbe. Also auch Gussstahl wahrscheinlich, aber trotzdem, wie gesagt, eigentlich relativ robust, relativ unrealistisch. Ja. Das ist dasselbe in grün, Moment. Ich will hier nicht irgendwo aussehen, dass mir die Eiche runterfällt von der Kippe, die ich mir gerade angemacht habe, die ich jetzt im Mund stecken habe. Durch die Gummimatte kann sie kaum rutschen bei so einer Unterlage. Und ich diese Haushaltstablette empfehlen kann. Das letzte Mal hatte ich das Tablett umgedreht und hat es in die Kamera gehalten. Ich glaube, der Schriftzug war auch kurz zu lesen. Sag ich es halt aus Spaß. Ich zeige es auch nochmal, während ich sage, Sekunde. Also es ist zwar Werbung, aber ich habe nichts davon. Also ich tue nicht irgendwo für die Firma arbeiten oder für die Firma Werbung machen. Aber wenn ich jetzt natürlich gezwungenermaßen Werbung mache, aber mir geht es halt um was anderes. Ah, Körper. Also C-U-R-V.
VER. Ich finde diese Tabletts ideal, Frühstückstabletts. Weil A passt hier die Maschine hin. Wenn man sie hier unten in der Ecke platziert, hier passt so ein Ding hin mit 200 Hülsen, also hier so eine Packung. Es sei denn, man legt hier Zigaretten, wenn man nur 20 oder was stopfen will, also nur für eine Schachtel. Man legt hier die Hülsen lose hin. Hier kann man bequem sich ein Häufchen Tabak hinmachen und hier halt schon ein bisschen hier über der Tabakkammer was platzieren. Der ist ja dann nicht im Weg hier, wenn der Hebel runterkommt, der geht ja nur bis da, wenn hier der Tabak liegen würde, hier ein bisschen. Und natürlich ja auch durch den Rand kann hier nicht irgendwo Tabak runterfallen von der Blatt. Also wenn er ein bisschen ausgebreitet hier, wenn man sich ein Häufchen hier hingemacht hat, muss ich ja dann machen, wenn ich es vorführen sollte. Die ist, wie gesagt, als ob jemand wirklich das schon gewusst hat mit den Stopfmaschinen und hat schon die Größe von Stopfmaschinen, die Größe von so einer Packung hier mit Hülsen und Dings, als ob jemand schon wirklich das eingeplant hat. Denn der Rand ist eigentlich so hoch, man sieht es ja hier. Hier, wenn ich den Hebel bewege, also wenn der noch höher wäre, wird er ja hier mit dem Hebel im Weg sein, aber hier, ne, der Hebel geht hier bequem hier drüber, über den Rand hier. Hier ist der Rand, und man sieht so, hier ist noch genug Luft dazwischen hier. Ja, also der Rand ist überhaupt nicht im Weg, aber er ist halt hoch genug, um zu verhindern, wenn ich hier Tabak reinmache, dass der Tabak mir irgendwo hier vom Tablett runterfallen könnte hier. Also das Ding finde ich ideal, da gibt es eigentlich verschiedene Farben. Also ich habe halt die grüne Variante, ich habe aber irgendwo auch noch eine weiße oder eine graue Variante. Also ich nehme sie ja nicht nur für die Stopfmaschinen. Das hier nehme ich halt hauptsächlich für die Stopfmaschinen. Weil der grüne Kontrast halt irgendwie angenehmer ist als ein weißer. So. Und natürlich auch hier bildet sich ein bisschen Schmauch drinnen. Hier, also ich tue es ja nicht schrubben. Also hier erkennt man auch, wo sie jahrelang jetzt gestanden hat, hier ist schon eine kleine Vergilbung entstanden. Hier dieses leichte Fähig, was hier zu sehen ist. Hier bildet sich halt auch ein bisschen Stift drin, aber wie gesagt, in der Regel reicht es, wenn sie abgewaschen wird und mal mit einem Lappen trocken gerubbelt wird oder mit einem Handtuch. Wenn ich wirklich die Maschine unter fließendem Wasser abspiele, spiele ich auch dieses Tablett mit ab, wenn es dann getrocknet ist. Wenn hier sich ein paar Wasserflecken gebildet, tue ich halt nochmal kurz, wie sagt man, nochmal ganz leicht mit einem feuchten Lappen, also mit einem ganz leicht angefeuchteten Lappen nochmal drüber wischen und tue es trocken reiben und dann ist gut. Also ich wüsste nicht, warum ich das Tablett jedes Mal wieder auf Hochglanz schrubben soll. Solche Tabletts kann ich halt empfehlen. Fragt mich nicht, wie die Variante heißt, wie gesagt, Körfer. Wenn man sowas irgendwo sieht im Laden oder im Internet und man hat eine Stopfmaschine und hier ist auch durch die, wie sagt man, nicht ganz glatte Unterseite hier, diese leichte Riffelung ist auch das gewährleistet mit der Gummimatte, dass eine Maschine hier schwer hin und her rutschen kann. Also zumindest hier bei dieser Sekunde. Also bei der ohnehin nicht. Hier, wie gesagt, Gummimatte, dadurch, dass die größer und schwerer ist als hier die silberne Variante. Der kleine Bruder von ihr, kann man sagen. Und wie gesagt, auch bei der kleinen gibt es ja eigentlich eher weniger Probleme, dass die eben herrutschen sollte. Hier auf dem Tablett. Man hält sie ja ohnehin hier am Handgriff dann fest, wenn man stopft oder hier am Knauf. Also theoretisch kann sie nicht wegrutschen. Ist aber wie gesagt bei der eher der Fall, weil die halt nur halb so schwer und nur halb so groß ist als die hier. Also deswegen nehme ich die für daheim und die nehme ich eigentlich für unterwegs, abgesehen davon, dass es halt edler aussieht hier. Ansonsten dasselbe im Grün, Sekunde. Ich habe hier die Gummimatte gelockert, das ist halt schon eine paar Jahre in Benutzung, da haftet die Gummimatte nicht mehr so ideal dran. Ist aber, wie gesagt, einer nicht rissig geworden oder ist irgendwie anders beschädigt. Ist halt nur etwas, wie sagt man, lapperischer geworden. Deswegen habe ich ja das Gefühl gehabt hier, wo ich gesagt habe, in einem von den Videos der Knüppel hier oben. Hier kommt er mir ein Stück härter vor. Ne, eigentlich sind sie gleich. Da war es die andere, also ich habe noch eine dritte. Deswegen dachte ich ja hier, bei der ist der Knüppel weicher geworden im Laufe der Jahre. Also dadurch, die ständig hier in Benutzung ist, sind die eigentlich eher in Reserve.
Aber nee, also ungefähr von der Konsistenz ist es gleich. Also könnte irgendwann mal vielleicht porös werden, aber bei sachgemäßem Umgang, bei sachgemäßer Benutzung wird er nicht einfach porös. Und so Not hat man ja noch einen. Und sowas gibt es auch, wie gesagt, separat zu kaufen. Genau wie die Feder dort innen drin. Und genau die wollte ich eigentlich zeigen. Dann würde ich schon nochmal beide mit Dings abmachen, also die Gummimatte am Boden abmachen. Dass man sie besser nebeneinander sieht im Aufbau. Also im Grunde sieht man ja das gleiche Prinzip, wie halt natürlich verkleinert, also nur die Hälfte vom Platz. Moment, jetzt muss ich, dass ich sie beide gleichzeitig festhalte. Also die Feder ist standardmäßig in beiden Maschinen natürlich drin, ist klar. Und dann ist er nochmal im Lieferumfang enthalten und auch dieser Gumminippel hier, hier oben, weil wo dann die Hülse angesetzt wird. Und ansonsten halt dasselbe Prinzip, halt hier nur ein bisschen, wie ich sag mal, reduzierter, also vom Platz her. Und auch die Bearbeitung alles, also hier robust. Hier robust, also magnethaftet, also innen drin Gussstahl wahrscheinlich. Einzige wirkliche nennenswerte Unterschied, abgesehen von der Größe, abgesehen vom Gewicht. Und dementsprechend, dass die ärmer rutschen können, die eigentlich eher weniger, weil sie massiver, schwerer ist. Ist natürlich jetzt im Angriff. Ja. Dass bei der hier nur dieser Knauf ist und dass man hier zusätzlich zu dem, aber normalerweise macht man es ja nicht, deswegen sind ja halt die Warnhinweise drauf. Dass man hier irgendwo die Finger drin hat, die man sich klemmen könnte in die Taucherkammern. Solange dann der Hebel nicht runtergedrückt wird, passiert ja nichts. Also da muss man sich wirklich sehr dumm anstellen, dass man den Finger hier drin lässt und gleichzeitig hier jetzt den Hebel versucht, ihn da runter zu drücken. Dass man sich hier Finger quetschen kann. Oder hier, wenn das Ding rauskommt. Wenn hier vergessen wurde, eine Hülse dran zu setzen, dass man sich hier aus Versehen an der Hand verletzen kann oder kann das Ding hier verbiegen. Jetzt sieht man es auch schlecht, weil die auch silbern ist hier. Dass das hier frei sein muss, also normalerweise, wenn eine Hülse dran ist, weiß man ja, dass man hier nicht die Hand in der Nähe hat. Dieser Bereich, von da bis da, wo das Ding herauskommt. Von da bis da. Dass man sich nicht selber hier an der Hand verletzt oder das Ding hier verbiegt, oder dass man hier die Finger drin hat. Und bei der könnte man halt auch, wenn man den Knauf hier unsachgemäß anfasst, dadurch, dass hier der Hebel im Knauf drin ist, wenn der runtergedrückt wird. Also angenommen, ich würde es so anfassen, hätte ich hier die Finger hier drin, hier. In diesem Bereich hier. Ich würde es jetzt so anfassen, hätte hier die Fingerspitzen drin, würde versuchen, den Hebel runterzudrücken hier. Könnte ich mich halt auch selber mit den Fingerspitzen einklemmen. Also, dass man halt hier den Knauf so anfasst oder mit der Faust drauf drückt, wenn sie dann auf dem Boden steht oder mit der flachen Hand. Dass halt hier dieser Bereich freigelassen wird. Also hier nicht irgendwo die Fingerspitzen drin sind, genau wie unten bei der Taucherkammer. Dass man sich hier nicht irgendwo die Finger klemmt. Ja, sieht man halt schlecht, weil die Silber glänzt. Ja, dass da nicht irgendwo die Fingerspitzen drin sind und werden gequetscht hier. Deswegen sage ich also in der Regel, wenn sie steht. Und ich habe hier eine Hülse dran und ich habe hier Tabak drin, fasse ich den Knauf so an, also dass ich darauf achte, dass meine Finger hier nicht da unten sind. Meine Fingerspitzen. Oder ich drücke halt hier mit der flachen Hand drauf oder ich drücke halt hier mit der Faust drauf. Und da ist auch, wie gesagt, hier nichts, was da unten meine Finger einklemmen kann. Die Menschen machen es nochmal seitenverkehrt, damit man es auch sieht. Ja, also achtet einfach nur unten auf den Spalt hier. Ja. Flache Hand oder hier mit der Faust. Dass das immer frei ist. Das ist immer frei. Hier aufpassen bei beiden Maschinen. Hier aufpassen bei beiden Maschinen. Aber normalerweise in dem Moment, wenn der Hebel schon ein Stück runtergedrückt wird, hier schließt sich ja die Taucherkammer. Ja, der sieht man schlecht, weil es silbern glänzt. In der Regel, also angenommen hier ist Tabak drin. Ja, jetzt erkennt man ja, wie das Ding hier runterkommt.
ist ab da, wo der Hebel da, dort ist vor dem eigentlichen Stopfvorgang. Also bis dahin geht es etwas schwergängig, da ist ja die Feder noch gespannt. Hier wird es wahrscheinlich etwas leichter, also entspannter. Und dann ist es ja nicht mehr, wie sagt man, dass nochmal ein starker Widerstand überwunden werden muss. In der Regel besteht dann hier in dem Moment, wenn sich die Kammer geschlossen hat, keine Gefahr. Da besteht dann wirklich hier vorne eine Gefahr, wenn man die Pfoten hier in der Nähe hat. Dass man sich selber die Hand gibt, kann normalerweise nicht passieren, wenn hier schon die Hülse angesetzt ist. Dann hat man noch dieses kleine Stückchen. Also so ist es, wie sagt man, kurz vor dem eigentlichen Stopfvorgang. Tapperkammer wäre befüllt, Hülse wäre drin. Dann wäre es diese Vierteldrehung dann noch. Bin immer komplett wieder bis an Einschlag hier zurück, um es wieder aufzumachen für die nächste. Hier wäre es dasselbe in Grün. Also angenommen, Tabak wäre jetzt befüllt, Hülse wäre jetzt hier dran, ungefähr bis hier, dann ist die Kammer geschlossen. Hier, also das ist jetzt dasselbe wie bei der großen, kurz vor dem eigentlichen Stopfvorgang. Jetzt ist die Feder halt, der Widerstand ist ohnehin jetzt leichter, weil ich ja hier keinen Tabak drin habe, keine Hülse. Dann ist es nur noch hier, das Stückchen Drehung hier. Gut, Sekunde. Vielleicht mache ich für den eigentlichen Stopfvorgang dann nochmal ein extra Video, es sei denn, das wird ja hier schon größer. Gut, Nippel habe ich drin gelassen. Die Dinge hatte ich ja erklärt. Also wie gesagt, man kann sie dran machen. Ich lasse weg, weil dann habe ich immer die Garantie, dass wirklich, also die sind eigentlich gedacht, dass man so dann bei Hundertern rausnimmt, bei Hunderter Zigarettenhülsen, 100 mm, 10 cm. Ich lasse aber auch generell bei den 80 mm, also 8 cm Hülsen draußen. Wenn ich dann die Ecken ordentlich befülle, habe ich immer die Garantie, dass sich da nie bei den Zigaretten so eine Luftstelle und Filter bildet. Natürlich nicht wegschmeißen, aufheben, aber wie gesagt, man muss sie nicht dran lassen bei der Benutzung. Also ich habe die Erfahrung gemacht, mach die einfach aus, wenn sie rauszumachen, wie hier sind, also nur reingeklemmt hier an der Maschine, an dieser Kerbe hier. Und bewahrt sie halt in der Nähe auf, für alle Fälle. Aber beim eigentlichen Stopfvorgang ist es nicht notwendig, dass die drinnen bleiben hier. Ist meine Erfahrung. Ja, weil die Gummimatte schon etwas, wie sagt man, im Laufe der Jahre lapprig geworden ist. Deswegen haftet die nicht mehr so schön, also fällt öfters mal ab. Moment, der ist das weniger der Fall, also hier bei der. Ja, die haftet immer noch gut, aber ist ja klar, die habe ich hier nur in Reserve, also dementsprechend ist die Gummimatte noch, wie sagt man, weniger lapprig. Und dann habe ich noch eine dritte. Das ist dann, also die beiden waren OCB, großes O, großes C, großes B. Dann habe ich noch eine dritte von Zohr. Das ist aber hier die erste Generation. Selbe. Sekunde. Ja, also auch Gehäuse aus Stahl, genau wie dort. Hebel ebenfalls aus Stahl. Ich habe es schon mal vorgeführt. Jetzt habe ich den Hebel nur mit dem Magneten hier bewegt. Also ist magnetisch, also ist Stahl. Ich schätze mal, das wird Gussstahl sein bei der und bei den anderen beiden, wo der Hebel seitlich ist, wird auch Gussstahl sein. Das Innenleben wird Gussstahl sein. Und im Unterschied, also hier, erste Generation. Im Unterschied zu der zweiten Generation ist das Gehäuse hier als Stahl, bei der anderen ist es aus Kunststoff. Hier ist es eine Matte, die man einfach abmachen kann, wenn man ins Innenleben kommt zur Reinigung. Bei der zweiten Generation, wo das Gehäuse aus Kunststoff ist, die ist schwarz. Da ist dann hier ein Handgriff schon integriert, der hier weggelassen worden ist. Da sind hier 4 Schrauben drin, also der Boden ist fest dran. Da muss man hier diese Gummifischchen hier abholen, rauspulen. Die Schrauben sind darunter versteckt. Und dann erst kann man hier die Bodenmatte abschrauben. Also nicht bei dem Modell, bei dem Nachfolger hier von der. Das ist die erste Generation. Zweite Generation ist halt schwarz, Gehäuse aus Kunststoff, bodenfest, es sei denn, man tut hier diese Gummifischchen hier rauspulen. Darunter sind die Schrauben versteckt. Da kommt man auch an zur Reinigung. Und das Haupt, ich sag mal, das, was am meisten auffällt, also im Unterschied zu der anderen Hebel zeitlich gelöst, ist halt hier, das muss ich aufpassen hier, wegen, dass ich nicht von das Ding hier irgendwo anstoße, dass halt hier der Hebel runtergedrückt wird.
Die habe ich beim letzten Mal auch was Falsches gezeigt, wo ich mir nicht mehr sicher war, wie die Gummi heute angesetzt wird, wo ich dann gesagt habe, Sekunde. Hier, das Ding muss so sein, wenn der Hebel runtergedrückt wird, dass der darauf anstößt. Aber es ging hier nicht. Dann ist mir eingefallen, die war ja noch gespannt. Hier kann man ja den Hebel, wie sagt man, arretieren, damit er locker wird, also wenn man sie nicht benutzt. Da ist es folgendes. Klappe nach oben, dann rausziehen. Nee, es war doch so in dem Bereich. Dann rausziehen. Jetzt bleibt er doch liegen. Hier ist er komplett entspannt. Vorher war er teil gespannt. Hier war er nicht ganz, bis der runter ging. Und so kann man die auch bequem wegräumen hier, dass der Hebel hier nicht im Weg ist. Dafür ist das Ding unten gedacht, dass der Hebel hier auf diesem Kissen, hier auf diesem Polster hier zu liegen kommt. Wenn der Hebel komplett entspannt ist. Ansonsten ungefähr bis halbe Stellung. Hier merkt man es irgendwie, wenn man es ein bisschen hin und her macht, dass er einrostet. Jetzt habe ich es eingerostet. Ja, jetzt. Also ungefähr die Stellung war es. Ja. Wenn er einrostet, ist er halt vorgespannt hier. Jetzt geht der Hebel halt nicht mehr bis runter. Ungefähr auf der Stellung, wie er halt locker ist hier, nach vorne. Kann man es halt rausziehen und kann entspannen. Hier dasselbe wieder, also ist wieder teil gespannt. Das ist im Grunde, ich muss ein Ei machen. Ne, wieso ist das so schwergängig da dran? Ah, jetzt. Das ist auch abnehmbar. Hier fühlt es sich aber hart an. Also, hier scheint es Plastik zu sein. Bei den anderen beiden war es Gummi. Also, kann weniger porös werden. Hier kann aber auch, wie gesagt, leichter verloren gehen. Ist ein Stück kleiner. Könnte natürlich auch mal zerbrechen. Bei den anderen, wenn ich aus Versehen drauf trete, angenommen, es fällt mir auf den Boden runter und ich will es aufheben und latsche aus Versehen mit dem Fuß drauf, würde das Gummi halt nur sich platt drücken. Also, könnte ich mit da aufheben. Mit der Bandenwenden hier könnte es passieren. Dass ich ihn kaputt mache. Also eigentlich immer darauf achten, hier, dass der dran bleibt. Die anderen beiden nehme ich halt zur Reinigung ab. Hier werde ich es dran lassen. Und natürlich, wenn man sowas angenommen unter fließender Masse macht im Waschbecken, also nicht Spülmaschine, Stöpsel rein oder halt ein Sieb im Abfluss, dass es nicht aus Versehen durch den Abfluss hier verloren geht hier. Und hier ist halt wie gesagt abnehmbar und bei der Maschine hier der zweiten Generation, wo das Gehäuse Kunststoff ist, da ist es halt fest. Also hier kann ich es zur Not austauschen, wenn ich noch eins in Reserve habe oder sowas auch zum Nachkaufen gibt. Ich weiß gar nicht, ob es hier am Lieferumfang auch eins dabei war. Also nochmal als Reserve. Wie die Feder hier bei den anderen beiden Maschinen. Hier ist ja die Feder wahrscheinlich versteckt. Oder gar keine, weil das ganze Prinzip hier mit dem Hebel anders gelöst ist. Muss ich jetzt nochmal einen von denen aufmachen, damit man sie besser im Vergleich angucken kann. Ja, geht immer halt auch schwergängig. Hier habe ich ja die Matte auch schon lange nicht mehr rausgenommen. Es ist aber auch Metall, also größtenteils hier. Das Magnet haftet auch. Ich hoffe, dass er nicht an der anderen Maschine haftet. Also auch innen drin eigentlich noch relativ robuste Verarbeitung. Bei der Maschine der zweiten Generation hier, von der hier zur Powermatic, da ist Innenleben auch größtenteils aus Kunststoff. Und abgesehen davon, dass dieser Mechanismus hier, wie sagt man, eher störanfälliger ist durch diese Hebelumsetzung als da, kann hier eher was kaputt gehen. Hier ist einer eine kurze Feder, sehe ich gerade. Ja, hier ist eine kurze Feder, hier ist eine lange Feder. Ich muss nochmal die andere aufmachen. Weil ich habe eigentlich nur in Erinnerung, dass die lange Feder als Austauschmodell, wie sagt man, als Zubehör dabei ist und der Gumminippel. Habe ich was Falsches erzählt? Wahrscheinlich ist eine lange, eine kurze und der Gumminippel als Zubehör dabei. Ja. Ist mir, wie sagt man, habe ich komplett übersehen. Hier ist auch eine kurze Feder. Da ist eine kurze Feder. Hier das kleine schwarze.
diese lange Feder. Also wird hier wahrscheinlich bei der nochmal so eine kurze und nochmal so eine lange als Zubehör dabei sein. Und die gibt es auch separat nachzukaufen und halt dieser Gumminippel als Zubehör nochmal dabei sein hier, wenn der mal porös wird oder verloren geht. Und bei der großen natürlich auch hier. Sekunde. Abgesehen davon, dass ich hier nicht unbegrenzt Platz habe, möchte ich natürlich, wenn ich etwas erzähle, dass ich die Sachen nicht nur halb auseinandergenommen irgendwo in die Ecke schmeiße, sondern dass sie erstmal wieder ordentlich weggeräumt sind. Das ist halt A und O. Also handelt man die Maschinen ordentlich, lassen sie einen auch nicht im Stich. Deswegen sage ich, also das Modell hatte ich das erste 2015 bis 2017 und soweit ich weiß, ist mein Bekannter, dem ich es dann überlassen habe. Ist heute auch noch in Benutzung und ist auch noch damit zufrieden. Das Modell habe ich jetzt seit 2017 hier, dieses Weise. Das andere habe ich dann ebenfalls seit 2017. Hier die silberne Variante, den kleinen Guter von der OCB. Und hier die Zoo habe ich auch so um 2019, glaube ich, gekauft. Also erst hatte ich die zweite Generation davon, wo das Gehäuse als Plaster ist. Dann habe ich entdeckt, dass es meine erste Generation gab. Habe ich natürlich hier nochmal das erste Generation Gehäuse auch nochmal mir besorgt. Weil ich halt die Vorzeigerüste, also im Unterschied zur zweiten Generation, dass es Stahl wie hier ist und auch robuster von der Bearbeitung und halt leichter hier die Matte am Boden entfernt werden kann. So, Sekunde. Machen wir aber natürlich noch eine ein, bevor ich hier anfange, wie sagt man, so alle drei zu testen. Naja, ich könnte noch was erzählen, bevor ich dann beginne. Sekunde. So, Sekunde. Ja, ich habe schon dreimal Sekunde gesagt, aber heute sind leere Hülsen. So, nicht nur eine Sekunde. Aber ich wollte halt mal eine anmachen, bevor ich uns noch was anderes erzähle. Wie ich gesagt habe. Stopft man ordentlich, bildet sich unten keine Luftblase im Filter. Wenn das doch ein, zweimal vorkommen sollte, lege ich die halt sowieso separat weg und nehme hier die ordentlich gestopften, also nach jeder Kippe, die ich stopfe, befühle ich sie kurz. Ob sich hier eine Luftstelle gebildet hat, kommt aber wie gesagt so gut wie nie vor. Bei sachgemäßer Benutzung, bei vernünftigen Tabak. Dass sie hier unten ordentlich fest ist. Und dann mache ich die halt generell. Also man könnte hier oben das noch zusammenknietschen, machen ja viele, wenn man es so rum in die Schachtel reinsteckt, in seine Twi. Ich lasse es aber offen. Wie man sieht, ich mache es halt generell und hier Edelstahl, Twi ist auch klar, also wenn es mal regnet, angenehm die Klamotten werden nass, wenn das eine Pappschachtel wäre, dass es nicht irgendwo die Schachtel durchweicht. Oder wenn man sich wirklich mal aus Versehen drauf setzen sollte, dass es nicht klar zerknietscht wird. Also auch die Kippen dann innen drin nicht zerknietscht werden, nicht nur die Twi, die Schachtel. Ich mache es halt generell verkehrt rum rein, dass die offene Stelle oben ist. Also achte natürlich darauf hier, dass ich sie richtig rum einstecke, dass die offene Stelle oben bleibt hier. Und durch die Bewegung, wenn ich laufe, Hosentasche oder Jackentasche, werden sie ja auch noch mal ein bisschen bewegt. Rutscht der alte Mensch noch mal der Tabak hier, wie wenn man eine Zigarette neu gestopft hat hier. Diese kennt man ja von Rauchern hier. Dieses Aufklopfen, dass der Tabak innen drin sich verfestigt, dass er noch ein bisschen nach unten rutscht, gerade wenn sich hier wirklich mal so eine kleine Luftstelle gebildet haben sollte am Filter. Da sieht ihr das gleiche hier bei der Bewegung beim Laufen. Rutscht er auch nach. Er kann halt nicht rausfallen, weil sie ja verkehrt rum drin sind im Etui. Ist halt bei dem blöde hier, weil es komplett silbern ist. Hier hätte man halt sich eine Markierung irgendwo machen müssen hier. Hier passen 26 rein. Quatsch.
Moment, ich muss aber kurz nachzählen, weil ich selber überlegt eins. 24. Also hier passen 24 rein. Hier dürften 16 bis 18 reinpassen. Das ist mein Haupt, wie sagt man, etwie meine Hauptschachtel. Hier wie ein Benzinkanister. Und hier kann man natürlich nicht falsch machen, wo oben unten ist. Hier weiß man es ja. Hier habe ich natürlich ein bisschen mehr reingemacht, deswegen habe ich ja drei, die nach unten zeigen, reingemacht. Also hätte ich die ordentlich beim Reinmachen hier, die anderen, die nach oben zeigen, hätte ich die ordentlich ein bisschen zusammengedrückt, dass sie etwas flacher wären, hätte ich die drei auch so reingekriegt. Das war halt reine Bequemlichkeit hier. Das sind insgesamt, also so wie ich es jetzt hier reingemacht habe, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, das sind 22 Stück jetzt drinnen hier. Und da waren 24 drinnen. Also das sind ungefähr, was man so mitnehmen sollte. Man weiß ja nie, vielleicht ist man dann irgendwo, wo man doch länger bleibt. Dass hier irgendwie nicht irgendwann alle wären hier. Dass man noch hier eine Reserve-Schachtel hat oder eine Reserve etwie. Vielleicht kommt ja mal irgendwas dazwischen. Also man ist zu jemandem nur plötzlich. Gehen einem die Zigaretten aus. Und was ich auch zeigen wollte, das war wie gesagt, das ist dann schon Jammern auf höchstem Niveau oder Komfort auf höchstem Niveau. Das ist Wildleder, also hier eine Bauchtasche, hier Leder oder stattdessen Gürtel. Und hier sieht man es. Also wer einen Gürtel trägt, hier, das ist ein Gürtel mit einer Schlaufe, hier befestigt werden kann hier. Moment, ich versuche es mal so zu zeigen. Das ist der Gürtel, wer hier, dass hier eine Schlaufe dran ist. Hier wie bei Handy-Taschen, wo auch so eine Schlaufe manchmal dran ist oder so ein Clip. Dass es hier am Gürtel getragen werden kann. Oder hier in meinem Fall bei einer Bauchtasche. Und wenn ich die hier drin habe, man sieht es, also hier ist mein Etui. Hier habe ich immer das Feuerzeug schon davor griffbereit hier in der separaten Tasche. Also so würde ich es dann in der Bauchtasche tragen, wenn ich es mir ummache. Also ich trage es, wie sagt man, das wollte ich gerade vom Sack sagen, also bei Männern halt vom Schrittbereich. Dass die Bauchtasche unterhalb von meinem Bauch ist, also nicht an der Seite. Ist eigentlich der Sinn von so einer Bauchtasche, dass man nicht irgendwo beklaut wird. Also wie andere, die das Portemonnaie oder andere wertvolle Dinger in der Po-Tasche haben. Also bei einer Hose. Bei der sogenannten Arschtasche, jetzt habe ich Sacktasche hier gesagt, dass ich trage sie am Sack, kann ich auch Arsch sagen. Dass das hier im Schrittbereich ist, also da wird er mehr mitkriegen, wenn jemand versucht einen zu beklauen. Und hier hat man halt immer dann die Kippen, in meinem Fall als Linkshänder auf der rechten Seite. Und das ist klar, also das ist hat nicht mit Zigaretten zu tun, hier Multitool, wenn man unterwegs irgendwo in Sperrmüll haben sieht oder generell, wenn man mal Werkzeug schnell griffbereit haben soll. Das trage ich halt auf der rechten Seite. Aber das war jetzt wirklich Luxus. Also hier mit den Hülsen und den Dingen, was ich jetzt gezeigt habe. Also das hat eigentlich weniger mit dem Profil zu tun. So würde ich es halt tragen, ja. Meine Kippen auf der rechten Seite, weil ich Linkshänder bin, und hier halt mein Multitool. Sekunde. Jetzt habe ich nämlich auch meine Kippe nebenbei aufgeraucht hier. Und man sieht ja auch ein bisschen mich angeascht. Ja, das kann wie gesagt auch bei Zigaretten passieren aus der Fabrik. Also das ist nicht nur, dass es sowas bei Selbstgestopften vorkommt, dass man sich selber ein bisschen feuerascht. Solange die Glut nicht abfällt, ist ja nicht so schlimm, wenn man ein bisschen Asche auf dem Körper landet. Gerade wenn es windig draußen wäre.
Klar, los. Also wie gesagt, die Dinger hier lasse ich weg, wo eigentlich 180er eingestellt werden können bei solchen Maschinen. Bei der anderen ist es, ich war auch schon mal gezeigt, bei der zweiten Generation bin ich mir nicht mehr sicher, also wo es Gehäuse als Kunststoff ist. Hier ist es wahrscheinlich generell nicht. Also die ist ausschließlich nur für 80er hier. Also hier gibt es gar keinen, den man ausnehmen kann. Hier die Tabakmenge. Wie für eine Standard 80 mm, 8 cm Hülse. Ja, obwohl ich sehe es gerade hier. Also hier ist auch noch ein bisschen ein leichter Spalt. Hier erkennt man hier vorne hier. Ja, achtet mal auf diese Ecke, wenn ich es hier wieder dran halte. Hier sieht man die kleine Lücke hier vorne. Also ist wahrscheinlich sowohl für 80er als auch für 100er geeignet, ist aber halt kein Begrenzer dran. Und dadurch passiert mir hier auch nicht, dass hier sich Luft am Filter bildet hier. Durch die Tabakkammer effektiv befehle und immer zu beachten hier, dass die Ecken ordentlich ausgefüllt sind. Dann hatte ich auch noch mal was erklärt, aber das sind halt alles so kleine Tipps und Tricks, also das hat weniger mit den Maschinen zu tun, zugrunde. Wenn man Haushaltsdosen hat, ansonsten habe ich da das Ding zurück, also wo jetzt 200 Hülsen drin sind, in so einer Packung Hülsen. Also genau 10 Stangen, 200 Hülsen. Wenn man rausgefunden hat, hier angenommen, wie hier in so einer Haushaltsdose, hier passen genau 200 Stück rein, also dann fertig gestopfte Zigaretten. Also eine ganze Stange. Wenn man seine Edwies und so weiter befüllt hat, das halt für zu Hause hier, muss ja nicht schön aussehen. Und hier kriege ich halt 200 Stück rein und könnte Deckel drauf machen, also damit sie mir eigentlich austrocknen, die fertigen zu wetten, also der Körper geht fertigen zu wetten. Wenn ich hier 200 Stück drin habe, kriege ich noch einen Deckel drauf. Und habe halt meine für unterwegs vorgestopft und hier habe ich noch 200 Stück drin, also dass ich nicht wieder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag gleich wieder neu stopfen muss. Dann nehme ich halt ab, weil mir meine Edwies unterwegs alle geworden sind, nehme ich halt einfach hier einen Teil Zigaretten wieder raus und befülle meine Edwies wieder neu und den Rest rauche ich halt auf. Also da kommt man in der Regel um eine Woche rum hin, also je nachdem, wenn man ohnehin kein starker Rauch ist, natürlich noch länger. Hier mache ich das natürlich, wenn ich welche gestopft habe, rein. Deswegen habe ich es schon mal hier. Gut, Sekunde, ich räume hier noch ein bisschen was weg. Dass ich dann wirklich, wenn ich die Stopper nehme, also natürlich hetze ich mich nicht ab. Ich muss ja niemandem was beweisen. Ich habe auch erklärt, das ist abhängig vom Menschen, der stopft und vom Tabak, wie schnell man wirklich eine Schachtel angenommen voll hat. Das kann man nicht genau sagen, die Garantie. So, jetzt lege ich mir 20 Stücke hin. Ja, es dauert einen Moment, also 10. Ich kann es ja bei 10 zeigen, genau. Ja, ich zeige es bei 10, weil ich wusste gar nicht, ob meine Hülsen, die ich jetzt hier noch vorbereitet habe, ob die überhaupt reichen. Leg mal ein bisschen Tabak hin, wie ich es erklärt habe. Also hier für alle drei, deswegen hier die Hülsen, die da noch zu sehen sind. Ich will ja alle drei Maschinen nacheinander vorführen. Deswegen, das können vielleicht 30, 35 Hülsen sein. Wenn ich hier 10 hinlege, reicht ja 35 für alle. Muss halt ein bisschen, wie sagt man, Augenmaß haben, also ungefähr schätzen. Ja, dürfte ich mal. Ich wollte schon mal für die ersten ein bisschen. Hier natürlich mein Ding, wo ich dann die mal reinmache. So, Sekunde.
weil so ist es angenehmer, wenn ich das eine Bein hier einklemme. Also hier so, dass ich mal eines Bein hier unterm Schoß einklemme. Gut. So, Moment, Stoppuhr. Also ich hetze mich jetzt nicht ab, ich mache halt gemächlich, aber man sieht halt ungefähr, wie lange es dauert. Ja, also jetzt starte ich. Hätte ich noch eine hier dran gesteckt, hätte es halt, wäre es noch zicker gegangen. Hier ordentlich Luft am Filter, also keine Luft am Filter meine ich. Sonst mache ich es ja ohne hinzugucken. Also wenn ich irgendwo nebenbei was mache. Das tue ich ja nur befühlen hier, das ist das Fingerspitzengefühl. Also ich gucke gar nicht mehr dabei hin und halt hinterher mit der Hülse. Kann sein, dass ich langsamer bin, weil ich ja wie gesagt das hier vorführe. Sonst achte ich ja gar nicht drauf, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Also ich muss ja gar nicht viel. Nicht, teilweise ist es auch schon Augenmaß, dass ich weiß, die Kippe ist ordentlich voll. Also keine Luftblase hat sich da gebildet. Hier ist halt auch noch ein bisschen, wie sag mal, Strom drin. Hier. Also da habe ich jetzt natürlich auch nicht drauf geachtet. Deswegen tut mich das ein bisschen aufhalten hier, dass ich die Strinke hier nicht mit reinmache in die Kippen. Also auch alles in Ordnung. Sollte man eigentlich oben am Handgriff anfassen, ich habe sie jetzt halt so angefasst. Also immer darauf achten, dass hier nichts die Hand ist oder hier das Ding nicht die Boden eingeklemmt werden. Ich muss ja gar nicht mehr drauf achten hier. Ich krieg schon mit, ob sie voll ist oder nicht. Aber ich kann es dann gerne nochmal einzeln zeigen. Also jede von den 10, die ich jetzt gerade gemacht habe. Und denkt dran, ich habe nebenbei noch gequatscht und noch was anderes erzählt. Also es ist nicht, dass ich hier irgendeinen Rekord brechen muss. Ich will halt nur zeigen, wie schnell es üblicherweise geht. Also sonst ist mir die Uhrzeit egal, also wie lange es dauert. Aber in der Regel brauche ich nie ewig. Ich weiß, wenn ich 200 Stück machen würde, würde das maximal vielleicht eine halbe Stunde dauern. Das war noch ein bisschen Tabak übrig, also habe mich verschätzt hier. Sekunde. Ja. Und es hat ungefähr 3 Minuten, ne? Noch nicht auf Stopp gedrückt, es hat ungefähr 3 Minuten 50 jetzt gedauert. Ich habe aber nebenbei gequatscht, ich habe nebenbei aufgepasst, also 10 Stück in ungefähr 3 Minuten 50. Ich habe aber auch nebenbei gequatscht und noch was anderes teilweise erklärt. Ich habe hier auf solche Strinke geachtet, dass die nicht mit reinkommen in die Kippen, in die fertigen.
Und ich habe, ne, ich war besser hingestellt. Auch hier. Das gleich ich trinke hier wegschmeißen. Und ich habe nebenbei befühlt hier, ob die Dinger. Naja, Moment, ich muss erst das wegmachen, damit es ordentlich wieder sauber aussieht. Also das reicht in der Regel hier. Das ist ja gewesen, dass hier sauber ist. Gumminippel natürlich vorher kurz abnehmen hier. Jetzt kann man wieder drauf warten, dass hier sich nicht um Gumminippel irgendwo Tabakreste gebildet haben. Dann mal kurz die Klappe so halt nur ab und innen ausschütteln hier und alles, was unten sich ganz schön auch angesammelt hat. Hier, wie gesagt, das ist ja mal auf höchstem Niveau. Also das kann man natürlich ordentlich abspielen. Ist aber nicht schlimm, wenn da ein bisschen Schmauch ist. Hauptsache, der ist hier nicht im eigentlichen Werk hier von der Maschine drin, dass sich da Schmauch angesammelt hat. So reicht's eigentlich. Also hier, grobe Reinigung. Und jetzt könnte man halt nochmal nachgucken, hier sich vergewissern, dass das Ding hier sauber geblieben ist. Dass sich hier kein Tabakrest hier drin angesammelt hat. Und hier halt auch bei den Zacken, dass hier sich kein Zeug drin angesammelt hat. Aber in der Regel, das weiß ich, ohne überhaupt es mit der Lupe bei mir einzugucken. Und hier bei den Dingern, was ich jetzt diesmal gemacht habe, hier, dass ich nochmal extra alle befüllt habe. Moment. Ja, ich weiß, da waren schon welche drin. Ich achte aber darauf, dass ich wirklich nur die 10 ersten rausnehme. Hier habe ich auch noch ein paar Strünke dazwischen. Naja, weil ich den erst gestern frisch gekauft habe, den Tabak. Sehen. Also ich hoffe, man hat es hier gesehen. Also ich habe die vordersten rausgenommen, nicht die bereits hier drin waren. Die habe ich noch mit dem restlichen Tabak gemacht, wo ich jetzt schon 3 Videos hochgeladen habe hier. Also die hier sind noch der Rest davon. Keine Ahnung, wie viel da noch rausgekommen ist aus dem Tabak. Ich will das noch war, wo ich jetzt die letzten 3 Videos dafür hochgeladen habe. Sonst achte ich ja gar nicht drauf, dass ich mich hier vergewissere. Also manchmal tue ich natürlich auch befehlen, aber in der Regel kriege ich schon hier mit beim Klopfen, also dass sich hier keine Luftstelle gebildet hat. Also hier diesen Ordner. Das mache ich aber jetzt nur bei der, bei den nächsten beiden Maschinen gehe ich davon aus, hier klappt mehr. Hier diesen Ordner. Hier ist in Ordnung, also hat sich keine Luftstelle gebildet. Ja. Also wird es ja mit den Fingern eindrücken hier. Also ist okay. So soll es eigentlich sein. Nicht zu locker, nicht zu fest. Man will sich ja nicht tot sagen, also wenn die Kippe jetzt zu fest gestopft wird, abgesehen davon, dass es der Maschine nicht gut tut. Aber halt natürlich hier keine Luftstellen am Dings bilden. Am Filter. So, Sekunde. Also das waren jetzt mit der hier, waren es ungefähr 3 Minuten 50. Ich habe aber wie gesagt noch keine Hülse angesetzt gehabt. Ich hatte noch keinen Tabak in der Kammer. Und ich habe nebenbei gequatscht und habe nebenbei noch auf 2 Tarantelstellen hingewiesen. Wie kriege ich das wieder weg? Hier zurücksetzen. So, Sekunde, jetzt kommt die hier. Und wie gesagt, die benutze ich auch ohnehin jeden Tag, die Weise hier. Die benutze ich eigentlich nur als Reserve. Die können wie gesagt etwas mittiger stehen. Sehen, ob ich mich hier wieder verschätze, hier, wie viel Tabak ich mir schon daneben zurechtlege. Ich probiere es mal nur mit der Menge hier. 3, 6, 9, 10.
Also hier genau 10 Nielsen. Ja, wo ist mein Kaffee hier? Ja gut, bei der anderen habe ich mir auch ein bisschen Tabakstudium gemacht. Also will ich die Maschine nicht mit nachteiligen, also mache ich es ja genauso. Also man sieht es. Dasselbe wie hier, Kammer ist frei, hier liegt ein bisschen Tabak, hier liegen genau 10 Hülsen. Hier habe ich mir ein bisschen für die erste gemacht. Also ich habe noch keine Hülse angesetzt. So, Sekunde, ich glaube, wir wieder starten. Achtung. Jetzt starte ich. Na, jetzt. Hier halt immer darauf achten, den Filter, den Knüppel hier so einzufassen. Also auch in Ordnung. Entweder wie gesagt flache Hand oder so, oder halt hier so. Also immer darauf achten, dass hier die Finger hier nicht unten eingeklemmt werden. Hier. Also was jetzt hier nicht zu sehen ist. Halt. Also ich tue sie dann nicht nochmal extra zeigen, obwohl ich könnte sie extra zeigen. Ich mache sie gerade hier separat an einer anderen Stelle, dass die nicht mit den anderen vermischt werden. Dass keiner mehr unterstellt. Ich habe hier die anderen, die mit der großen gestopft worden sind, gezeigt. Danach rauche ich dann erstmal wieder ein. Aber trotzdem extra hier, ich zeige es gleich. Dass man wirklich sieht hier, ob die auch in Ordnung sind wie bei der anderen, die ich jetzt mit der hier gerade mache. Ja, man merkt, also mit der anderen habe ich schon drin, hier bei der muss ich jetzt ohnehin erstmal wieder. Also ich benutze halt nicht so oft wie die große. Und ich sehe gerade, ich habe mich beim Tabak wieder leicht verschätzt. Ja, sonst mache ich halt nicht exakt 10, sonst mache ich halt so viel, wie ich gerade lustig bin oder wie ich muss. Da tue ich gar nicht weiter hier über die Menge, die ich mir hier platziere, nachdenken. Manchmal nehme ich sie da direkt aus meiner Dose hier einfach raus. Hier. Noch zwei. Also, wie gesagt, ich habe zwischendurch auch mal wieder gequetscht und was anderes gemacht. Ich muss hier keinen Rekord brechen. Ich wollte nur zeigen, wie effektiv sie ungefähr sind. Und hier, dass manchmal die Hülse erst in Form gestrichen werden muss. Das, wie gesagt, mit den Befehlen mache ich ja normalerweise sonst auch nicht. Sonst habe ich es eigentlich schon, wie sagt man, im Augenmaß, ob die Kippe ordentlich geworden ist. Es sei denn, ich arbeite im Dunkeln, dann befehle ich natürlich jede einzelne, die ist auch in Ordnung. Heute ist halt sogar etwas kürzer gedauert hier. Achtung, 3 Minuten 20. Also ich habe schon auf Stopp gedrückt hier, man hat es eben gesehen. Bei der anderen waren es 3 Minuten 50, bei der großen hier waren es nur 3 Minuten. Oder waren es 2 Minuten 50. Ne, stimmt, 3 Minuten 50 war es bei der großen, also knapp 4 Minuten. Hier sind es knapp über 3 Minuten, also hier 3 Minuten 20. Und ich habe genauso nebenbei gequatscht. Ich hatte nicht schon eine Hülse dran, ich hatte nicht schon Tabak in der Kammer drin für die erste. Mit der arbeite ich gar nicht jeden Tag, trotzdem ging es sogar effektiver, ging es sogar zügiger. Ich muss hier eher aufpassen, hier mit dem Knauf, dass ich mir nicht jede Pfoten klemme hier, hier oben. Das vorhin konnte ich vielleicht zeigen, wo sie gestanden hat. Da war sie ja die Öffnung hier auf der Rückseite hier. Ich muss hier eher aufpassen hier, dass ich hier nicht die Finger drin habe beim Hebel runterdrücken.
Nicht nur hier Tabakammer hier, wo sich die Folien einklemmen können, wenn man den Hebel bewegen würde, nicht nur hier die Finger drin. Also es ging sogar zügiger, obwohl ich mit der nicht jeden Tag arbeite und obwohl die eher mich verletzen hätte können hier. Aber ich achte ja drauf, dass ich hier nicht reinkomme mit den Fingern. Entweder fasse ich den Knauf hier vorsichtig oben an oder ich lege halt die flache Hand oder ich drücke mit der Faust wenn oben drauf, während ich den Hebel umbiege. Also ging sogar schneller. Ich dachte, hier bei der dauert es sogar länger. So, jetzt Sekunde. Jetzt führe ich gleich meine Kippen davor, die ich mit der jetzt gemacht habe. Und hier natürlich gleich die Schränke hier wieder weg. Wenn ich mich beim nächsten Mal den Mist wieder im Tabak drin habe, hier die sogenannten Äste, oder wie man es nennt hier. Ästebäume, also hier Schränke. Denkt dran, also ihr seht hier ungefähr, was ich mache. Ich habe hier nicht irgendwo, wie sagt man, dass ich hier in meinen 10 Zigaretten, die jetzt mit der gemacht wurde, manipuliere. Nein, nein, das steht hier, Achtung, Hände frei. Man sieht es schon am Häufchen, das sind die 10 mit der jetzt gemachten. Das waren die älteren hier. Die anderen 10 lasse ich halt diesmal hier liegen. Hier. Oder ich lege sie hier irgendwo hin oder hier, also jetzt mit der letzten. Der dritten Maschine, also Konkurrenz von den beiden hier mit dem Hebel seitlich. Hier keine Luft am Filter. Hier keine Luft am Filter. Hier keine Luft am Filter, also alles okay. Hier oben halt ein bisschen, aber stört mich ja nicht weiter. Wie gesagt, entweder kann man sie so zumachen beim Transportieren. Die kann ich auch Spaß dann als nächste haben. Machen ja die meisten, machen sie oben so zu, wie eine Zuckertüte. Hier, wenn sie so rum in der Schachtel drin wäre, dass hier unten nichts rausfallen kann. Da ich aber, wie gesagt, meine Kippen generell verkehrt rum, also auf dem Kopf stehend in meine Schachtel, in meine Advis reinmache, muss ich das nicht oben zu knetschen. Da könnte kein Tabak rausfallen beim Tragen durch die Schüttelbewegung. Und er verfestigt sich genauso wie hier bei diesen, was normalerweise gemacht wird. Also, wenn man die Kippe fertig hat, dass der Tabak noch ein bisschen nach unten rutscht. Ist aber hier eigentlich nicht notwendig. Ich mache es halt nur auch aus reiner Gewohnheit, weil ich achte hier drauf, dass sich hier keine Luftstelle bildet. Also, das kennen eigentlich Raucher ebenfalls hier, dass die Kippen oben zugeknitscht werden. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn die nicht bis zur Spitze exakt befüllt sind. Die meisten machen es ja so und tun sie so rum in Schachtel, also verkehrt rum rein, dass das hier oben zu ist, damit der Tabak nicht unten wieder rausbrezeln kann. Ja, auch komplett. Also fest am Filter. Ja. 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 Und natürlich oben auch, also ich habe sie ja schon kurz verfehlt, ja, selber. Ich könnte die jetzt auch ein bisschen zuknietschen, wie eine Zuckertüte. Aber mich stört das ja gar nicht, wenn da oben ein bisschen weniger ist. Hauptsache unten ist hier am Filter keine Stelle hier. Also auch fest. Hier, wenn ich jetzt zusammendrücke, wird es ja, ich drücke hier eindeutig hier, man erkennt ja hier das Druckgasebe, würde ja automatisch das nachgeben. Also ich kann hier nicht schlechter manipulieren. Hier, man sieht, wie meine Finger Druckgasieben. Es ist eindeutig am Filter richtig voll. So, eine Sekunde. Jetzt mache ich mal eine ein und dann kommt halt noch die letzte Maschine. Das mag ich halt auch nicht, wenn Gebrösel drin ist bei meinen fertigen Kippen. Bildet sich ohnehin wieder neu, also dass immer ein bisschen was rausbröselt. Aber so ist es schon mal etwas sauberer. Keine Ahnung, wie viel, wie gesagt, 20 habe ich jetzt gemacht, 10 mit jeder von den beiden anderen Maschinen, die ich schon jetzt durch habe, und ein paar Mal noch drin. Also das würde normalerweise auch hier für einen Augenblick erreichen, wenn jetzt noch 10 dazukommen. Wie gesagt, der einzige extreme Unterschied hier, Konkurrenz, dass halt statt dieser Hebelbewegung seitlich, dass halt hier der Hebel hier bei den anderen wird der Hebel immer die seitliche Drehung sein, hier bei denen wird der Hebel jetzt so hier.
Aber erst mache ich mir eine an, die ich gerade hier an die Seite gelegt hatte. Ah, ich mache die doch hier rein. Ja gut, ich versuche es mal in die Seite zu legen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, was hätte ich hier noch gehabt, wie viele? Das waren schon mal genau 10. Das wären aber genau 15 Hilfen jetzt gewesen hier. Moment, ich mache was anderes, während ich noch was erzähle. Ich mache jetzt noch schnell die 15 hier mit der Maschine, die ich generell benutze, und dann mache ich natürlich Zähne hier separat mit der, also zum Vergleich. Da habe ich schon mal alle leeren Hülsen hier weg. Also hier die Zähne lege ich mir extra hier, die kommen dann als nächstes. Mit diesem Modell, und jetzt nehme ich auch nochmal das Weiße, also mit dem ich eigentlich generell arbeite. Dass ich hier keine leeren Hülsen mehr habe, wenn das Video beendet ist. Ja, muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil das war eine kurze. Ja, genau, da liegen sie. Ich wollte gerade sagen, hier sind meine Zähne, hier sind die Hutzen, die ich noch schnell mache, bevor ich jetzt mit der nächsten weitermache. Und ich habe nebenbei. Ich habe nebenbei hier noch die Kippe in der Schnauze. Sonst mag ich halt nicht hier so ein Durcheinander, sonst mag ich es eigentlich ordentlich. Also wie gesagt, immer darauf achten, dass die Ecken ordentlich ausgehöhlt sind hier von der Tabakkammer, dass sie nicht überladen ist. Wenn hier ein bisschen was übersteht, das wird automatisch abgeschnitten. Finger halt weg hier von der Tabakkammer. Also hier eigentlich am Hebel anfassen oder so. Also hier mein Daumen ist unten und hier oben liegen die Finger drauf. Aber eigentlich rutscht die Maschine nicht weg. Also ich könnte es auch ohne. Hier. Ich mache es halt nur zur Sicherheit, dass ich sie noch ein bisschen runterdrücke in dem Moment, wenn ich den Hebel bewege. Und halt beim Tabak darauf achten, wenn man Grobschnitt kauft, also lange Fasrigen, dass die Tabakkammer ohnehin nicht so überladen wird. Und eigentlich mögen die den auch weniger, den Grobfasrigen, also den Grobschnitt, den Langfasrigen. Eigentlich ist hier auch Feinschnitt, sogenannter Volumentabak, ist besser. Aber man kann halt auch, wie gesagt, den anderen nehmen. Was ich auch schon gesagt hatte, wenn dann was übrig bleibt, hier von Tabak, wenn dann irgendwann alle wird, der Rest. Das ist ja dann meistens wie hier unten bei der Matte zu sehen, war so Schmauch, so feines Pulver. Das kann man auch noch verarbeiten, wenn man halt diesen Begrenzer weglässt. Da darf man ohnehin nicht viel reinmachen, weil da kann öfters mal hier sich was verklemmen. Das wäre aber möglich. Also man muss es nicht sinnlos wegschmeißen, hier Tabakreste, Tabakschmauch. Man kann auch verarbeiten. Natürlich ein bisschen vorsichtiger sein beim Verarbeiten. Und auch bei den Kippen, weil da kann dann öfters mal die Glut oder sowas abfallen, weil es ja nicht wie hier ein richtiger Tabak mehr ist. Das ist ja dann nur noch so etwas feineres Pulver. Also da ist eher die Gefahr, dass sich hier was verklemmt und eine Luftstelle bildet oder hier was verklemmt in der Maschine oder dass hier das einfach abfällt, hier also einfach rausbröselt oder halt die Glut dann abfällt. Das heißt, wenn man richtig macht, ist eigentlich eher weniger die Gefahr.
Moment, ich bin gleich hier mit der 15 fertig. Okay, zeige ich dir auch noch. Ich schätze mal so in der gleichen Zeit, wo ich hier aufgeraucht habe, habe ich die hier schnell gemacht. Sieht, das ist schon größer geworden, also kommt das, die 10 Minuten jetzt rein hinein. Jetzt mache ich es wegen euch hier, sonst reicht es eigentlich wenig für viele, also da gucke ich gar nicht hin hier. Da mache ich nebenbei was hier am Rechner oder keine Ahnung, Fernseher oder so. Und das hier mache ich, wie gesagt, mal alles unbewusst, also hier ohne hinzugucken. Ich gucke jetzt nach oben, also jetzt ist halt schlecht zu sehen, weil mein Gesicht gerade nicht mit in der Aufnahme ist. Ich gucke jetzt hier an meine Decke und trotzdem, das ist schon wie so ein Fingerschwitzengefühl, dass ich aber achte, die Ecken sind ausgefüllt, die Tabakkammer ist nicht zu voll, nicht zu nur halb voll. Also genau richtig ungefähr. Und ja, auch das hier, also ich muss gar nicht mehr hingucken. Das habe ich die ganze Zeit an die Decke geguckt, während ich das hier erzähle. Und auch hier das Befehlen hier. Also das kann man alles, das geht dann alles nach und nach in Fleisch und Blut über. Ich habe mich ja noch nie verletzt. Also ich brauche die Warnhinweise hier gar nicht. Deswegen habe ich ja bei der anderen, die erste, die ich schon mal von dem Modell hatte. Ich muss doch meine Kippe ausmachen. Also ich dachte in dem Moment, wenn ich die Kippe aufgeraucht habe, habe ich alle fertig, aber da ich sie im Mund behalte und beim Reden automatisch mal ein Zug entsteht, also dass man dran saugt am Filter, ist die doch schneller runter gewesen. Hier natürlich habe ich auch so ein bisschen Scheiße. Da achte ich natürlich drauf, dass ich das nicht mitverarbeite und dass ich es eigentlich wieder in den Tabak zurück hier schmeiße. Aber wie gesagt, muss ich Rauchern nicht erklären hier. Gut, da war noch genug drin. Hier. Normalerweise kennen wir jedes Befehl, aber in der Regel weiß ich es. Also sind halt Erfahrungswerte, die kommen automatisch. So. Moment, bin gleich fertig, dann zeige ich noch die andere. Also 10 Stück hier mit der letzten. Konkurrenzmodell von der und der silbernen hier, wo der Hebel seitlich das ist. Aber das ist ein bisschen Schmutz drin, also das sollte man eigentlich unterlassen, das zu verarbeiten. Einerseits kriegt man einen riesen Hustenanfall, wenn man versucht zu qualmen. Andererseits könnte das eher hier für Verklemmung, für Verstopfung sorgen. Oder in der Kippe, dass sich ein scheiß Spalt hier bildet, also eine hohle Stelle. Bringt nichts, aber es ist halt drin, man weiß es, die wollen beim Tabak auch die Leute versorgen. Am besten ist, wenn du den Tabak frisch kaufst, erst auskippen, also gerade wenn man sowieso trocknet, ein bisschen schon mal das Gröbliche raus sortieren, dann den restlichen Tabak trocknen lassen, dann wieder zurück in sein Vorratsdöschen. Oder halt von mir aus, wenn man Tabak in so einer, wie sagt man, auch wie so eine Haushaltsdose, wie das hier größer gekauft hat, natürlich wieder in diese Originaldose zurück. Aber diese runden Pappdosen, die hebe ich halt nicht auf. Gerade weil ja die runden Pappdosen, wie es der Name schon sagt, Pappe, Luftfeuchtigkeit, je nachdem wie der Tabak gelagert wird, die tun ja auch Luftfeuchtigkeit aufnehmen, also die Pappdosen geben wir dann Tabak innen drin ab. Da ist mir schon sowas hier lieber, also was weniger Luftfeuchtigkeit reinlässt, dass die Feuchtigkeit hier vom Tabak bleibt, wenn ich einen Deckel drauf habe, aber nicht wieder neue Feuchtigkeit von außen hier reinkommt, hier in so eine Dose, die keine Luftfeuchtigkeit so einfach durchlässt. Gut, so jetzt noch zu 10 mit der anderen. Moment. Also ein scheiß Baum wieder fest. Gut, wo habe ich sie hin? Ja, wo, hier.
Hier genau 10 Stück. Können sogar länger dauern bei der, also abgesehen davon, dass ich ihn nicht jeden Tag benutze, weil bei der anderen war ja der Hebel irgendwo hier. Also hier muss er ja immer komplett erst nach oben, damit das Ding hier offen ist. Dann muss er erst in diese Position gebracht werden. Ja, obwohl im Grunde ist es eigentlich auch anders, also als bei der, wo der Hebel seitlich ist. Jetzt wäre sie geschlossen und jetzt wäre halt die eigentliche Stoppbewegung hier, wenn das Ding hier rauskommt. Aber wie gesagt, generell mit dem Hebel nach unten. Also für manche ist es bequemer, ich habe mich jetzt wieder an die mit dem Hebel zur Seite gewöhnt. Eigentlich wurscht, wenn es ein bisschen mehr sein sollte. Ich gebe mir dann eh wieder zurück, den ich noch übrig habe. Mehr ja ein bisschen hin. Das ist ungefähr dieselbe, wie sag mal, Ausgangsposition hat dieselben Voraussetzungen wie die anderen beiden hatten. So, Sekunde, Stoppuhr. Hier müsste noch der andere Wert sein. Seite der. Also 3,50 war ungefähr die große, 3,20 war hier die mittlere, die silberne, die etwas kleinere hier von den großen dasselbe. Das habe ich vorbereitet, ja, ich habe alles. Und, ja. Achtung. Jetzt. Also ich wollte es ja nicht rein, ich lasse mal hier an der Seite. Dass man mir nicht unterstellt, ich habe die mit den anderen, wo der Hebel seitlich ist, vermischt. Hülse ist dran, Dings ist dran. Ja, ich habe jetzt nicht befehlt, aber das muss ich eigentlich ja nicht, also in der Regel weiß ich es. Ich kann sie dann nochmal befehlen, wenn ich alle Zähne voll habe. Bevor ich damit deaktiviere. Damit man mich nicht unterstellt, bei der anderen habe ich ja jede Kippe extra noch befehlt. Noch drei. Danach befehle ich sie und dann erst drücke ich Stopp wieder auf Stopp. Noch zwei. Noch eine. Ja, also fest. 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 Normalerweise drücke ich nur hier unten, jetzt habe ich auch komplett die ganze Länge durchgedrückt. Fest. 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 Ja. Und es hat 2,7 gedauert. Na gut, jetzt 2,9, also eben waren es noch 2,7. Also mit der ging es sogar am effektivsten, am schnellsten, obwohl ich eigentlich das mit dem Hebel runter gar nicht so gewöhnt bin. Und ich habe jetzt, wie man eben noch gesehen hat in der Aufnahme, ich habe jetzt sogar noch alle 10 Kippen erst gecheckt, bevor ich hier wieder auf Stopp gedrückt habe. Also 3,50 war die große Weiße, mein Hauptmodell. Ist mir aber eigentlich egal, wenn die jetzt am längsten gedauert hat. 3,20 die mittlere und die hier sogar nur knapp etwas über 2 Minuten 2,7 war eben, bevor ich auf Stopp gedrückt habe. Also ich habe dann auf Stopp gedrückt, da war es natürlich schon wieder etwas länger. Also wo ich eben gesagt habe, 2,7, danach habe ich erst auf Stopp gedrückt. Also hier, die hat sogar am schnellsten abgeschnitten, obwohl ich die eigentlich am wenigsten benutze. Die ist eigentlich nur Reserve, wenn die Silberne mich im Stich lassen sollte, die Silberne ist Reserve, wenn die Weiße mich im Stich lassen sollte. Ist aber bisher noch nie vorgekommen, bei sachgemäßer Benutzung, dass mich die Zigarettenmaschine im Stich gelassen hat, eine Stoppmaschine. Ja. 3,50, 3,20, 2,7. Hier die letzte. Gut, Sekunde, ich mache hier wieder ein bisschen Ordnung.
Habe ich ja jetzt eben vor euch gecheckt, also kann ich sie hier reinmachen. Muss ich sie nicht nochmal alle checken, jetzt bevor ich sie hier reinmache. Und man sieht, Sekunde. Hier habe ich noch eine hingelegt, die qualm ich dann gleich noch. Das ist dann schon etwas später. Also hier, was ich jetzt gerade gestopft habe. Ein paar waren halt noch drin, jetzt ist es wieder relativ befüllt hier. Rest natürlich wieder in die Packung zurück, also hier in die Dose. Hier also, solange man darauf achtet, dass der Hebel oben ist, kann man auch ruhig mal hier statt einen Schraubenzieher oder was anderes, kann man auch hier mal ruhig mit dem Finger hier darauf achten, dass das hier draußen ist. Jetzt natürlich die Finger weg davon, wenn ich hier den Hebel rummache. Und hier halt immer aufpassen, wenn das rauskommt, dass es nicht hier zu nah am Boden ist, dass es nicht sich verbiegt, also hier am Boden irgendwo aufstehst hier. Innen drinnen noch mal ein bisschen ausschütteln. Also hier Schmauch, der sich möglicherweise angesammelt hat. Gut. Das meine ich. So feines Pulver. Na gut, hier sieht man schlecht. So feines Pulver, was dann übrig bleibt, kann man theoretisch auch verarbeiten. Muss man natürlich wirklich ganz, wie sagt man, ganz gefühlvoll dosieren, also in der Tabakkammer. Kann leicht was dann dadurch verklemmen, verstopfen und auch in der Kippe. Ja, warte, Moment, bei der Gummimatte hat man ja den Schmarrn am effektivsten gesehen, weil die ja jeden Tag eigentlich in Benutzung ist oder mehr oder weniger jeden Tag in Benutzung. Ja, man könnte so Reste verarbeiten, wenn Tabak dann alle wird. A ist die Gefahr, dass er die Glut abfällt. B lässt sich das ohnehin beschissen bearbeiten. Es wäre aber möglich, da darf man natürlich nicht dieselben Sachen beachten, wie hier bei richtigen, wie sagt man, Flufftabak, also hier Volumentabak, Feinschnitt. Das wirklich, sei denn hier wieder mit frischem Tabak, den man halt vermischen, das alte Pulver, dass er hier ein bisschen sich dran einsammelt, damit man es nicht komplett weggeschmissen hat. Also einfach diesen Schmarr aufheben. Wenn man neuen Tabak hat, zusammenschütten. Dass es sich ein bisschen vermischt und dann wird es halt automatisch in dem neuen Tabak wieder neu mitverarbeitet. Ansonsten kann man das wirklich dann auch wegschmeißen. Also mein Gott, es sind halt 1-2 Euro, die man wegwirft, aber Rauchen ist ja eh nicht unbedingt, wie sag mal, so billig. Es ist schon günstiger hier durch selber stopfen, durch das, was man macht, aber so viel billiger wird es ja auch nicht davon. Sekunde. Also ich habe meine Hülsen weg, hier habe ich meinen Tabak dann für später. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt wer da ein gutes Augenmaß hat, wie viel es jetzt weniger geworden ist, im Unterschied zu vorhin, wo ich die Dose gezeigt habe, da waren halt genau 170 Gramm, also Dose, die ich jetzt neu gekauft habe drin. Ich schätze mal, jetzt sind es noch 150 Gramm hier, also ungefähr 20 Gramm werde ich jetzt verbraucht haben hier für alle leeren Hülsen, die erlauben. Die leeren Hülsen habe ich jetzt alle weg. Später wieder weg. Eine Sekunde. Könnte ich mir ja nochmal zeigen. Es wird eh auf Dauer hier so unbequem, wenn man hier so sitzt. Hier das eine Bein, hier den einen Fuß so untergeklemmt, damit das Kissen besser auf dem Schoß aufliegt. Also gerade für mich als Linkshänder hier. Aber noch habe ich keinen Krampf im Bein. Magnet kann ich dann wieder wegholen.
Und Kaffee kann ich mir nochmal nachschenken. So, Moment. Ich mache mir das Kissen in den Rücken. Wenn ich das Kissen neben mir steht, ist es auch für mich als Linkshänder etwas nervig, wenn hier ständig irgendwas gegen den Arm drückt. So. Moment, ich stelle die ganze Kamera ein bisschen weiter mal weg von mir. Ja. Die Decke nehmen wir. Die Zauber direkt nehmen. Jetzt werde ich nur bei den Kissen hier nehmen. Irgendwo habe ich mal Eisbecher hin. Ah, ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas erzähle, was ich bei den anderen Videos nicht bereits erzählt hatte. Aber ich denke nicht. Wie gesagt, also beim Tabak halt darauf achten, dass der nicht zu fest, also kein Grobschnitt kaufen, es sei denn, wie gesagt, dann etwas gefühlvoller verarbeiten, also weil der eher langfristig ist, weniger geeignet. Ansonsten den sogenannten Volumentabak, also hier den Fluchtabak, Einschnitt. Darauf achten, dass der Tabak nicht zu trocken ist und man kann dann leicht befeuchten. Da gibt es also Befeuchter, so Steinchen zu kaufen, die macht man kurz mit Wasser, keine Ahnung, legt sie 3 Minuten in Wasser, dass die sich mit Wasser vollsaugen. Dann legt man sie hinten, also die geben halt teilweise auch Aroma ab. Also wie ein Toilettenstein, aber halt für Tabak. Hier wie Männer wissen, wovon ich spreche. Im Urinal. Vulgär, also auf gut Deutsch, im Pissbecken. Solche Steine, die Geruch abgeben und die auch ein bisschen, wie sagt man, dafür sorgen, dass sich da weniger Kalk und sowas bilden kann. So Urinstein, Kalkstein. Solche Duftsteine gibt es dafür in Tabak, befeuchtete Steine. Die gehen gleichzeitig rum ab und machen den Tabak, wenn er zu trocken ist, wieder feucht. Ansonsten halt. Hausmittel, hier ein Stückchen geschälten Apfel oder halt generell nur ein Stückchen Apfel, also einfach ein Stückchen rausschneiden, reinlegen, natürlich dann hinterher wegschmeißen, ist klar, kann man nicht mehr essen. Und umgedreht bei zu feuchten Tabak halt den Feuer trocknen, entweder in der Luft oder in der Mikrowelle, wie gesagt, also ich bin Mikrowelle, bin ich nicht mehr so ganz überzeugt, aber kann ja sein, ich habe es übertrieben, also falsche Temperatur und zu viel auf einmal. Es wäre am einen, dass es sich entzündet hat dadurch. Obwohl in der Mikrowelle eigentlich keine Funken bilden, aber wahrscheinlich hat sich dann so eine Art wie ein Schwelbrand gebildet. Und ansonsten die Maschine halt ordentlich pflegen, sauber halten, ist klar nach jeder Benutzung. Aber kann man nicht überleiten, dafür sorgen, dass die Ecken ausgehüllt sind. Hülsen ist wurscht, du kannst eigentlich jede Art von Hülsen nehmen. Die drei Modelle, die ich absolut empfehlen kann, habe ich gezeigt.
Mehr gibt es eigentlich nicht. Ist ja lang genug das Wort in das Video. Damit ich auch noch. Ihr habt gesehen, ich habe viel mehr Details, habe ich auch schon in den anderen Videos erwähnt, gezeigt und bin noch eingegangen, als was andere machen. Gut, dann bis zum nächsten Mal.